Anja, sensationell, so schnell wieder bei uns, fast so wie beim Tor. Ja, was soll ich sagen? Geiles Gefühl heute, ja, den Titel zu holen, wer hätte das gedacht vorher. Nach dem Verletzten auch Grüße nach Hause an die Verletzten. Hat viel Spaß gemacht. Ich soll einfach dazu. Ja, sehr gut. Wie fühlt sich denn das Ding an? Ja, schön, ne? Haben wir uns auch echt verdient. Haben hart gekämpft und ich wusste, dass Anja heute das Tor macht. Wie denn das? Orakel? Nee, ich wusste es einfach. Anja, war da auch ein bisschen dicke Luft dahinter, weil der Frust war wahrscheinlich schon groß, am Anfang an nicht gespielt zu haben, ne? Ach, ja, natürlich. Ich meine, viel wichtiger ist es, dass wir gewonnen haben jetzt endlich. Es war ein wichtiges Tor für uns, für die Mannschaft. Ja, es ist jetzt im Endeffekt egal, wir sind Europameister, das ist das, was zählt. Simon, Sie sind auch Weltmeisterin geworden, aber ist dieser Titel doch was ganz, ganz Besonderes, weil dieses Turnier so intensiv war? Ich glaube, wenn man einen Titel gewinnt, in einem Turnier, was einfach ganz schwer ist mit so vielen, ja, ich sag jetzt mal auch verletzten Spielerinnen, die wir hatten und die wir sau gerne dabei gehabt hätten, dann ist es einfach eine tolle Sache und wir hatten es richtig schwer bis zum Finale. Und es war sehr wichtig, dass wir das auch gewonnen haben. Und ist übrigens die Lehrer da. Könnt ruhig mal da hinschwenken. Aber es ist noch Wasser, kein Weißbier. Ja, noch nicht. Also wir haben es uns wirklich verdient damit. Und jetzt können wir einfach wirklich feiern. Und wir sind so eine geile Mannschaft. Und so machen wir weiter. Was wird heute Abend noch geplant? Ich glaube, hier Partyheimer Nadine Angerer wird schon wieder was geplant haben, oder? Wir tanzen, wir trinken, wir haben Spaß und genießen den letzten Abend in Privatklamotten. Auch für die Sylvia Knight was überlegt? Wir überlegen uns was. Wir sind sehr spontan. Da kommt immer bei, was bei rum. Wir sind schwer gespannt. Viel Spaß beim Feiern. Ich auch. Ciao, danke.